Der neue fürs Heer, Rudolf Stridinger, wird Generalstabschef des Bundesheers. Welche Aufgaben kommen auf ihn zu? Wir analysieren mit Peter Unger aus der ZIP Innenpolitik. Der Ruf nach Helmpflicht, nachdem ein 13-Jähriger mit einem E-Scooter tödlich verunglückt ist, fordern Verkehrssicherheitsexperten einmal mehr strengere Regeln. Und der Erfolg in Bronze bei der Schwimm-Europameisterschaft gibt es am Schlusstag nochmal eine Medaille für Österreich. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. Generalmajor Rudolf Stridinger hat sich gegen 10 Mitbewerber durchgesetzt und wird nun der neue Generalstabschef. Er sei einer der besten Offiziere, begründet die Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP heute die Entscheidung. Stridinger wird damit zum mächtigsten Mann im Bundesheer. Und das zu einer Zeit, in der sich Europa in einer sicherheitspolitischen Krise befindet. So ist Rudolf Stridinger einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, als Gecko-General im Tarnanzug Ende des Vorjahres. Die Aufregung wegen seines Outfits hat er nicht verstanden. So sehen Militärs eben aus, hat Stridinger damals gesagt und auch so gesprochen in Richtung Coronavirus. Da geht es darum, den sogenannten Feind, also den Gegner, das Virus im Detail und umfassend zu beurteilen. Wie verhält er sich? Was sind die nächsten Schritte? Was kommt auf uns zu? Stridinger ist seit 20 Jahren in Führungspositionen im Heer tätig, 6 Jahre lang etwa als Militärkommandant in Niederösterreich, die ihm gute Kontakte in der ÖVP eingebracht haben. Dabei verliert er in Zeiten eines kaputtgesparten Bundesheers nicht den Humor. Das sind die Pioniere aus Melk, die gerade eine Wasserfahrausbildung machen. Es zeigt dieses Bild, dass wir uns doch noch bewegen können. Jetzt muss er als Generalstabschef für Bewegung im gesamten Bundesheer sorgen. Er muss darauf schauen, dass die lange umstrittene Heeresreform funktioniert. Außerdem soll das Heer viel mehr Geld bekommen, um wieder schlagkräftiger zu werden. Der Bundespräsident muss der Ernennung noch zustimmen. Im Oktober soll Stridinger sein neues Amt antreten. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt Peter Unger aus der ZIP Innenpolitik. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Peter, das ist ja eine große Aufgabe, die auf den Stridinger dazu kommt, ist er der Richtige für den Job? Also es wird auf jeden Fall genügend Herausforderungen geben, wo er das unter Beweis stellen kann. 11 Männer, wirklich nur Männer, haben sich für den Job beworben. 7 davon wurden von einer Personalkommission als in höchstem Ausmaß geeignet eingestuft, darunter auch Rudolf Stridinger. Die Ministerin hat heute davon gesprochen, dass es einer ihrer schwierigsten Entscheidungen gewesen sei. Geworden ist es dann ihr engster Vertrauter oder ihr enger Vertrauter Rudolf Stridinger. Was man aber auch sagen muss, wenn man seinen Lebenslauf anschaut, 20 Jahre Führungspositionen im Bundesheer, Chef des Abwehramtes, Militärkommandant in Niederösterreich, dann bringt er alle Voraussetzungen für diese Aufgabe mit. Das haben heute auch andere Militärs, in Militärkreisen ist das heute so gesehen worden und auch die Opposition ist mit ihrer Kritik sehr zurückhaltend gewesen. Die Opposition will Herrn Stridinger an seinen Taten messen. Weiß man denn schon etwas über seine Pläne? Er hat heute nur ein schriftliches Statement übermittelt. Interviews will er erst geben, wenn er fix ernannt ist. Und da hat er gesagt, der Fokus müsse auf die Stärkung der Landesverteidigung liegen. Da muss man auch dazu sagen, vor 2 Jahren hat er das noch etwas anders eingeschätzt. Da hat er in einem heute berüchtigten Hintergrundgespräch vor Journalisten gesagt, die Kernaufgabe des Bundesheeres ist nicht mehr die Landesverteidigung, sondern die Cyberabwehr und auch der Katastrophenschutz. Heute sieht er das anders und da liegt natürlich der Ukraine-Krieg in Europa dazwischen. Ja, und deswegen soll es jetzt auch mehr Geld für die Landesverteidigung geben, da sind sich alle Parteien einig. Fixiert ist aber noch nichts. Hat sich an dieser Front irgendetwas getan? Die Verhandlungen laufen. Die Ministerin hat vor kurzem gesagt, alles läuft nach Plan. Bis in den Herbst will man fix die Erhöhung des Budgets bekannt geben und fixieren. Worum geht es da? Der Generalstab und die Ministerin wollen das Bundesheerbudget von 0,6 auf 1,5% des Bruttoinlandsprodukts bis 2027 anheben. Das würde bedeuten 6 Milliarden statt 2,7 Milliarden. Die Grünen wollen dann noch sicherstellen, wofür das Geld verwendet wird. Der Generalstab, der hat eine Liste und alles im Bundesheer muss eigentlich modernisiert werden, von der Fliegerabwehr, Panzer, Artillerie, die Schutzausrüstung, der Fuhrpark und es braucht auch eine Entscheidung, wie die Eurofighter ersetzt werden sollen. Also da warten sehr viele Aufgaben. Ja, wir werden sehen. Eine lange Liste. Danke, Peter Unger, für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Im FFP2-Maskenskandal gibt es neue Vorwürfe gegen Hygiene Austria und Palmers. Laut der Tageszeitung Der Standard soll im großen Ausmaß Steuern hinterzogen worden sein.
Und zwar bei der Einfuhr chinesischer Schutzmasken in die Europäische Union. Dabei sollen Belege gefälscht worden sein. Insgesamt geht es um fast 700.000 Euro. Es wurden bereits Hausdurchsuchungen durchgeführt. Palmers und Hygiene Austria weisen die Vorwürfe zurück. E-Scooterfahren liegt im Trend, einen Helm dabei tragen, aber eher weniger. Und das, obwohl E-Scooter bis zu 25 km/h schnell werden können. Immer wieder kommt es dabei zu Unfällen. Erst gestern ist ein 13-Jähriger in der Steiermark mit seinem E-Scooter tödlich verunglückt. Einen Helm hat der Jugendliche bei dem Unfall nicht getragen, was den Ruf nach einer Helmpflicht neu aufflammen lässt. Aktuell dürfen sie bis zu 25 km/h schnell sein, die E-Scooter. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert jetzt aber ein Tempolimit für sie. Wir brauchen nur nach Deutschland schauen, in die Schweiz schauen. Dort ist die Obergrenze bei 20 km/h. Was wir auch in Österreich benötigen, ist eine zweite Bremse. Wir haben in Österreich nur eine Bremse. Das weicht sogar vom Radverkehr ab. Dort brauchen wir zwei Bremsen. Also hier gibt es wirklich sehr viel noch an Verbesserungspotenzial. Angesichts des tödlichen Unfalls in Bad Waltersdorf sei eine generelle Helmpflicht für Benutzer von Elektro-Tretrollern angebracht, um Verletzungen vorzubeugen. Die E-Scooter-Unfallzahlen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Im letzten Jahr 2700 verunglückte E-Scooter-Fahrer, die so schwer verunglückt sind, dass sie dann auch im Krankenhaus behandelt werden mussten. Und leider stellen wir auch Kopfverletzungen verstärkt fest. Und deshalb macht es einfach Sinn und es ist notwendig, dass hier auch wirklich ein Helm getragen wird. Denn bislang gilt die Verpflichtung dazu nur für unter 12-Jährige, nicht aber für Ältere. Diesen Sommer sind die Pegel vieler Flüsse stellenweise so niedrig wie noch nie. Besonders betroffen sind der Rhein in Deutschland und der Po in Italien. So schlimm ist es zwar in Österreich noch nicht, aber auch in unseren Flüssen sind die Pegel niedriger als sonst. Und das ist nicht nur für die Natur und die Schifffahrt problematisch, sondern auch für die Wasserkraftwerke. Denn je weniger Wasser es gibt, desto weniger Strom kann produziert werden. Seit Ende Juli ist das Kleinwasserkraftwerk Gassen in Kärnten abgeschaltet. Wegen der Trockenheit fließt zu wenig Wasser, um die Turbinen zu betreiben. Kein Einzelfall. Bei den großen Laufwasserkraftwerken haben wir letztendlich im Hintergrund im Einzugsgebiet oft noch die Gletscher, die derzeit natürlich massiv abschmelzen, aber halt diesen Basisabfluss garantieren, damit halt diese große Laufwasserkraft auf einem niedrigen Niveau konstant produziert. Bei der Kleinwasserkraft ist das Einzugsgebiet abhängig natürlich sehr stark, aber da gibt es eben diese Wasserreserve im Hintergrund nicht. Und deswegen kommt es jetzt schon zu Abschaltungen. Eine Situation, auf die man sich wegen des Klimawandels einstellen wird müssen. Es wird nicht jedes Jahr so sein wie das heurige. Aber es ist mehr als ein Warnschuss, würde man mal sagen, ja, was wir heuer sehen. Es kann noch extremer werden mit dem Fall. Auf das muss man natürlich gewisserweise vorbereiten. Es brauche daher einen Notfallplan, wie Energie und auch Wasser eingespart werden können. Wasserkraftwerksbetreiber fordern einen massiven Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Wir bleiben thematisch beim Wasser, kommen aber zum Sport. Dem österreichischen Männerschwimmstaffel ist heute bei der EM in Rom eine Sensation gelungen. Das OSV-Quartett erobert Bronze in der 4x100 Meter Lagenstaffel. Es muss sich nur gegen die Favoriten Italien und Frankreich geschlagen geben. Ganze 14 Jahre haben Österreichs Staffelschwimmer auf diesen Moment warten müssen. Zum zweiten Mal seit 2008 holen sie sich Bronze bei einer EM. Dieses Mal sind es Bernhard Reitzhammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Giegler in der Staffel auf 4x100 Meter Lagen. Knapp geschlagen von den Favoriten aus Italien und Frankreich. Die Freude ist groß, die letzten Reserven wurden mobilisiert. Ja, auf jeden Fall super Gefühl. Im Moment tut mir leider gerade alles weh, aber schon Spaß, ganz gut, ja. Ja, hat sich gar nicht so geil angefühlt zum Schluss. War echt ziemlich hart. Aber ja, was ich mit solchen Schreien von der Tribüne, das motiviert dann total. Weniger jubeln dürfte Felix Auböck. Er hat seine zweite Medaille im Finale über 400 Meter Kraulen knapp verfehlt und wird Vierter.
Und das Wetter lädt auch morgen zum Schwimmen ein, jedenfalls im Osten. Dort wird es besonders heiß mit bis zu 37 Grad. Im Westen kühlt es mit Regenschau hingegen ab. Am Nachmittag kommen hier auch Gewitter dazu, die etwa im Oberösterreich zu Sturmböen führen können. Am Freitag erwarten uns viel Regen an der Alpen-Nordseite. Die Temperaturen gehen überall etwas zurück. Abkühlung ist also in Sicht. Das war der letzte Tipp des Tages. Haben Sie noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen und eine gute Nacht.